Herzlich willkommen, Jungs und Mädels, zu einer weiteren Folge von Deus Ex Making the Wild. Wie fühlt sich eigentlich Unterkühlung an? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe zwar mal bei Wikipedia nachgeschlagen, wie sich Unterkühlung anfühlt, aber keine Ahnung mehr. Wieso ist da ein Spind, wenn da eh nichts drin ist? So, wo war jetzt hier der Weg? Flucht der Axt nochmal. Hier nicht irgendwo unten lang? Aber hier oben. Nicht unten. So, hier durch. Zack. Schon sind wir da. Und? Haben Sie was über Pikes? Ja, du Scheißidiot! Diese scheiß verfickte Rätsel hat mir den letzten Nerv gerobbt für heute! Wir fragen, woran arbeiten Sie im Moment? Ja. Woran arbeiten Sie? Was ist Ihre große Story? Wir schreiben keine Stories. Wir bombardieren mit Fakten. 63% aller Erdbeben seit 1997 wurden durch Geobomben ausgelöst. Wussten Sie das? Muss ich überlesen haben. An diesen Katastrophen ist nichts Natürliches. Mögen Sie zahlen? Auf der Welt gibt es derzeit 7,1 Millionen Optis. 89% weniger als beim Zwischenfall. Der Chat im Darknet ist seit dem Vorfall in Dubai um 73% gestiegen. Alles hängt zusammen. Und ich kenne das Fazit. Gehört alles zu einem selektiven Entvölkerungsplan, den Sie seit Beginn verfolgen. Methoden und Ziele ändern sich, aber nicht das Vorhaben. Unsere Regierungen wissen davon, aber die Bevölkerung nicht. Und warum nicht? Weil Pikes 94% der Medien weltweit kontrolliert und 97% ihrer Nachrichten gelogen sind. Das ist Fakt. Weiter befragen. Warum Sie nicht? Sie haben Dubai erwähnt. Was wissen Sie über die Vorfälle dort? Ein Puppentheater im Mittleren Osten mit Ex-Belltower-Söldnern und slawischen Gangstern. Eine sorgfältig geplante Varieté-Show. Geplant von wem? Jemand, der gerne das Spiel kontrolliert. An jeder Hand eine Puppe. Woher haben Sie diese Information? Wer war Ihre Quelle? Stimmen aus der Dunkelheit, Mann. Wenn du einschläfst, fangen sie an zu reden. So klingt das. Ein unerreichbares Flüstern. Ich weiß ja nicht, was du rauchst, aber. Wie ein Geruch. Scheint nicht gesund zu sein. Das noch nicht greifbar ist. Sie haben also keine Idee. Jede Menge sogar. Aber je mehr ich rede, desto weniger höre ich. Außerdem, journalistische Integrität. Wir sind hier unten nicht Pikes, okay? Wir gehören zu den wenigen, die nicht Teil der globalen Kontrollmechanismen sind. Indirekte und direkte. Sobald du in die Zahnräder der Maschine gerätst, war's das. Naja, nimm mal die Beweise. Wenn du die veröffentlicht, brauchst du ja Augen im Hinterkopf. Also, ich glaub, das ist eher erledigt dann mit dir. Okay, ich höre. Kürzlich ist ein Passagierflugzeug über einer Ionosphärenforschungsstation abgestürzt. Grund war die dortige Arbeit des Militärs. Nicht ein augmentierter Passagier, wie Pikes es gemeldet hat. Scheiße, Mann! Das ist es! Schlagzeilenmaterial! Das war gut, Mann! Echt gut! Sonst noch was? Nein, das war's. Sehr cool, Mann! Das ist mehr als genug. Okay, bei uns hat sich schon ein Wolf getippt. Wir haben alle Pikes-Theorien gesammelt und einige Maßnahmen geplant. Jetzt müssten wir die Leerstellen füllen können. Wir sind hier also fertig. Fast. Wir müssen dafür sorgen, dass die Ausgabe ordentlich beworben wird. Sie müssen dazu eine Infostation der Stadt hacken. Sie ist direkt auf dem Weg. Und dann vergessen Sie Praha Dovos. Praha was? Aha. Jetzt ihr Informationszentrum der Stadt. Ey, will der mich verarschen? Die Bank hat mich schon total genervt. Und jetzt das?
ich meine, ich stehe auf anspruchsvolle Spiele. Ich habe es auch mal ganz gerne, wenn man mal an einer Stelle hängt. Cheng, sind Sie da? Was haben Sie für mich? Sammy Stadt ist vom Tisch. Niemand wird in nächster Zeit irgendwas über uns lesen. Ich bestelle die Spedition ab. Wie haben Sie es gemacht? Wir haben diskutiert und Sie werden uns keinen Ärger mehr machen. Diskutiert? Mit den Verschwörungsspinnern? Ich weiß, was ich tue. Jetzt machen sie die Decke auf einmal dicht, nachdem ich reingefallen bin. Na, sehr toll. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht gleich wieder. Nee. Nee. Die Infostation. Das kann eine lustige Sache werden. Soll ich in das Ding hacken? Mich nicht erwischen lassen. Das ist hier oben drin oder was? Kein Strom. Ich muss nur diese Schicht überstehen. Könnte man wohl mit einer Augmentierung. Dann käme ich nach oben, wa? Nee, Biozelle. Ich will nicht schon wieder eine bauen. Ja, ich weiß, Sie haben kein Geld. Und wenn schon. Ey, verflucht nochmal. Kann doch nicht wahr sein. Gibt es irgendwo einen Shop, wo ich einkaufen kann? Hier ist einer. Haben Sie vielleicht Interesse an Hacking, Sir? Willkommen! Hübsche Ware hast du da. Alles High-End. Und ich sehe schon, das ist dein Ding. Von wem ist deine Tech? Nicht von Isolay. Die gibt's nicht in Schwarz. Versuchst du das bei allen Kunden? Nur bei denen aus Carbon. Von einem Fan zum anderen. Mir kannst du's sagen. Ich muss dich leider enttäuschen. Vielleicht kannst du es wieder gut machen. Du hast doch bestimmt Zugang zu Breach-Software. Mhm. Das Zeug ist illegal. Lass die Spielchen, Mann. Es ist illegal, weil die Regierungen der Welt ihre schmutzigen Geheimnisse bewahren wollen. Aber wir lüften sie trotzdem. Und du kannst dabei helfen. Sei ein Teil der Revolution. Übrigens, wirf doch mal einen Blick in meinen Computer. Da steht alles drin. Kauf oder Verkauf? Naja, wo machen denn? Sicher. Alles klar, nur zu. Na? Herausragend! Bridge Software verkauft? Hä? Also jetzt können wir hier rein oder was? Gebrauchsobjekte. Biozelle, ja, die kaufen wir. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ups. Elektroschockpistole. So eine wäre an sich auch nicht mehr verkehrt. Sogar mit Schalldämpfer. Die sollte ich mir vielleicht mal echt gönnen. So. Die brauche ich nicht. Teile können wir immer gebrauchen. Hacking Tools brauchen wir im Moment nicht. Läuft eigentlich ganz gut. Das sind die für die Elektroschockpistole, denke ich mal. Da kaufen wir erstmal eine Packung. Gucken wir mal beim Verkauf. Bis auf meine aufgerüstete Pistole und ja, kann eigentlich der restliche Kram erstmal weg.
Oh, es sind seltene Waffen mit dabei, oder das weiß ich nicht. Da müsste man mal später gucken, wo man die findet. Gibt hier nämlich auch irgendwie seltene Waffen zu sammeln. Weil die habe ich so noch nicht gesehen. Dann lassen wir das erstmal drin. Um auf Nummer sicher zu gehen. So, Zubehör, Schrotflinten brauche ich zum Brauen im Moment nicht. Munition sollte man eigentlich nie verkaufen, also lassen wir es mal lieber drin. Splittergranaten brauchen wir nicht. Die Software lassen wir auch mal drin. Das müssen wir aber erstmal zu Hause lagern. Gyroskopischer Regler, das waren glaube ich Verkaufsobjekte, pure Verkaufsobjekte. So, hier brauchen wir auch nicht. Schockgranate. P-Granate. Merozyn können wir gut verwenden und verkaufen. So. Ja, naja, gut, haben wir wieder ein bisschen Platz. Ein bisschen Geld. So, haben wir das. Fabrik neu. Im Moment brauche ich nichts. Ich setz dir schon keine Sozialaug ein. Ich setz dir schon keine Sozialaug ein. So. Haben wir unsere Handel abgeschlossen. Na toll, hier kommen wir wahrscheinlich auch hoch, dann brauchen wir die Biozelle wohl gar nicht. Na, sehr schön. Nee, brauchen wir wohl doch. Kommen wir nicht mit hoch. Naja, dann. So, dann wollen die mal einsetzen und dann da hoch. So, eingesetzt. Hey, ich wollte mit! Noch einer. Mal runter und dann, wenn ich oben drauf bin, nochmal drauf drücken. So, jetzt sind wir hier drauf. Das zu drücken und ab nach oben. Yippie! Und dann wird gehackt. Okay. Öffnen. Hacken. So, sie schafft. Netzwerkalarm auslösen, Remote Admin aktivieren. Ich glaube, das war das, oder? Ja. K, sind Sie da? Wer ist da? Woher haben Sie meine Nummer? Ich habe getan, was Sie. Samizdat kann seine Botschaften jetzt verbreiten. Sie erinnern sich an unseren Deal? Ja, ja, ja. Ich werde Ihr kleines Spiel drüben bei der Importfirma nicht gefährden. Halten Sie sich bedeckt. Wenn Pike es bisher noch nicht hinter Ihnen her war, jetzt sind Sie es. Keine Sorge. Und vergessen Sie nicht, wer die Guten sind. Na, ja, es ist doch gut, so ein Verschwörungsmagazin auf seine Seite zu haben. Bestimmt auch seine Vorteile. So verhaftet werden wir auch nicht. Und die Mission ist erledigt. Yippie, wir haben Platz im Inventar. Und die Nebenmissionen sind soweit abgeschlossen. Also brauchen wir jetzt nur noch mit der Hauptmission weitermachen. So, und dann gehen wir jetzt erstmal Richtung. Wie können wir mit denen Deals machen? Hallo. Öffentliche Verkehrsmittel. So, haben die denn hier U-Bahn oder sowas? Ja, Metro, müsste U-Bahn sein. Alles klar. Machen wir erstmal kurz einen Break. So, Jungs und Mädels, sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. Sollte es euch nicht gefallen haben, könnt ihr mir auch gerne ein Dislike geben, aber dann schreibt bitte was in die Kommentare, damit ich weiß, woran es gelegen hat, damit ich was ändern kann. Und denkt bitte dran, ein Abo oder ein Like tut niemandem weh. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis denn dann.